Hallöchen Leute und willkommen zurück zu Fire Emblem Awakening. Im letzten Part war irgendwas mit Tiki, das weiß ich noch. Und gestern habe ich ein wenig gestreamt, und zwar Fire Emblem auch. Und das haben vielleicht einige von euch mitbekommen, weil ich die Streamaufzeichnung hochgeladen habe. Und was wir im Genauen getan haben, war, ich habe fucking alle Einheiten, die wir noch verkuppeln konnten, verkuppelt. Also, sage ich es mal so, alle Einheiten, die wir verkuppeln konnten, die ein Kind als Resultat haben würden, habe ich verkuppelt. Das heißt, ich habe bei allen bis zum A-Support so weit gespielt, dass sie jetzt einen S-Support frei haben. Also, Gregor hat leider nichts, der arme Mann. Der hat leider keine Waifu bekommen, weil es ging einfach nicht. Sayori habe ich herausgefunden, kann man nicht wirklich verkuppeln. Hier ist irgendeine mysteriöse Person, kein Plan, wer das sein soll. Und Anna können wir ebenfalls nicht verkuppeln. Tja, das ist halt doof gelaufen. Sonst haben wir zum Beispiel Olivia und Stahl, Cordelia und Libra, Lissa und Donnell. Ich habe es durchgezogen. Donnell ist übrigens fucking stark geworden. Wo ist der Rest? Hallo? Hallo? Zelcha und Frederik. Und, Rinken und Maribel. Ah, und Vaik und Miriel. Das heißt, ich darf all das jetzt vorlesen. Meine Stimme wird vermutlich in diesem Part sterben. Gehe ich einfach mal davon aus. Weil ich viele, viele verschiedene Stimmen sprechen muss. Und, dementsprechend, sollte es hier zu keinem Kampf kommen, tut's mir leid. Sollte der Part dann im Endeffekt kürzer ausfallen, als eigentlich sein sollte, tut's mir leid. Hauptsächlich will ich die letzten sechs, Sidequests freischalten, damit wir die Kinder haben können. Also gut, fangen wir an mit Zecha und Frederik. Frederik, warst du in der letzten Schlacht nicht so sehr auf meinen Schutz bedacht? Der eine Untote hätte sich fast ein Stück von dir schmecken lassen. Ich war lediglich unaufmerksam. Mein Training war wohl nicht intensiv genug. Normalerweise würdest du so einen Gegner problemlos besiegen. Du warst abgelenkt. Abgelenkt. Und zwar von dem, was mir gerade passieren könnte. Ich entschuldige mich für meine Fehler, meine Dame. Ich will einen Ritter... Will ein Ritter jemanden beschützen, muss er jede Bedrohung, jede Gefahr erkennen. Ich brauche deinen Schutz nicht. Also vergiss mich und pass auf dich selbst auf. What? Das ist mir nicht möglich, meine Dame. Und warum nicht? Weil ihr mir so wichtig seid, wie jeder Prinz und jeder edle Herr. Soll das ein Scherz sein? No. Ich fürchte, mein Talent für Scherze ließ schon immer zu wünschen übrig. Denn wie kann ein elender Mann wie ich Platz für Humor in seinem Herzen haben? No, no. Oh, ihr seid doch nicht so melodramatisch. Really? Hört mich an, Zelcher. Ja? Right. Als wir uns kennenlernten, waren wir beide Ritter und Kameraden. Im Laufe der Zeit wurden die Bande der Freundschaften zwischen uns stärker. So stark sogar, dass ich jeden Tag und Nacht nur noch an euch denken vermag. Zelcha, es wäre mir eine Ehre, würdet ihr diesen Ring von mir akzeptieren? Ein Verlobungsring? Ein Gelübde von Liebe und Loyalität bis an das Ende meiner Tage. Oh, Frederik, wie galant von dir. Natürlich nehme ich an. Hervorragend. Jetzt kann ich als glücklicher Mann sterben. Oh my. Genug jetzt mit dem Gerede von Tod. Du stehst jetzt unter meinem Schutz und unter dem von Minerva natürlich. Oh, ihr müsst wissen, wir hatten halt die Gespräche von C bis A halt alle im Stream. Könnt ihr alles nachgucken. Ist alles möglich, wenn ihr euch durch die fast 3 Stunden durchquälen wollt. Vielleicht findet ihr ja die Parts, aber ist alles drin. Die beiden hatten ein dauerndes Gespräch zwischen Loyalität. Das war so das Thema zwischen beiden. Deswegen jetzt auch am Ende. Ja, hat halt gepasst. Rinken und Maribel. Mein Gott, ich kann beide nicht aufstehen. Rinken? Oh, ist es schon Zeit für den Tee? Nicht ganz. Ich bin vielmehr wegen einer Frage hier. Ich würde gerne bei der Erneuerung des Reichtums eurer Familie helfen. Das ist nett, aber nicht notwendig. Wir nagen schließlich nicht am Hungertuch. Und dein Gold könnte zwar unser Haus reparieren, doch nicht unseren Ruf. Daran müssen wir alleine arbeiten. Nun ja, natürlich, aber... Aber ich hatte überlegt, ob
Das mag seltsam klingen, aber ich habe auch ein Angebot für dich. Oh? Ich möchte dir den hier geben. Das ist ein Siegelring und er trägt das Wappen eures Hauses. Ring, den kann ich nicht annehmen. Der ist für eure Ehefrau bestimmt. Ja, ich weiß. Oh, heiliger Kaviar, wie konnte ich das nicht kommen sehen? Es scheint, als würden wir einander dieselbe Sache vorschlagen. Du willst mich heiraten? Ich dachte, ihr seid jetzt so... Aber natürlich, denn der gute Name deiner Familie kann nur von innen repariert werden. Mein Name ist mir Wurst, Maribel. Ich will nur heiraten, wenn du mich liebst. Ich glaube, das tue ich, ja. Es erschien mir ein wenig ungewöhnlich. Daher dachte ich, wenn ich es richtig... Du hast dir das mit dem guten Namen meiner Familie nur ausgedacht. Nichts dergleichen, Ricken. Die Ehre deiner Familie ist mir sehr wichtig. Ich glaube, du... Und glaubst du wirklich, ich würde einen Mann heiraten, den ich nicht liebe? Oh, Maribel, ich bin schon in dich verliebt, seit ich dich kenne. Ich werde dich glücklich machen, das schwöre ich. Wirklich? Seit du mich kennst? Ich bin fast verrückt vor Furcht geworden, als du entführt wurdest. Krumm wollte nicht, dass ich mitkomme, aber ich habe mich durchgesetzt. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Deine Stärke ist ebenso groß wie die Leidenschaft deiner Überzeugungen. Und du bist der Mann, mit dem ich den Rest meines Lebens Tee trinken darf. Dann bereite ich den Teekessel vor, meine Liebe. Das wird ein ziemlich heißer Tee, wenn ihr versteht, was ich meine. Ah. Vaik und Miriel. Hallo, Miriel. Ah, Vaik, mein Freund. Hallo, Freund. Du musst mich nicht die ganze Zeit so nennen. Ich weiß es auch so. Das Schönste an Freunden ist, dass man sich wohl bei ihnen fühlt. Ah, ich verstehe. Ich muss zugeben, dass informelles Verhalten mir schwerfällt. Oh, Miriel, bist du etwa rot? Sag mir nicht, dass du jetzt schüchtern wirst. Hm? Schüchtern? Natürlich nicht. Ich bin nie, also vielleicht schon ein wenig. Geht es dir gut, Miriel? Ich habe dich noch nie so einsilbig gesehen. Nein, es ist nur, seit unserem Besuch in der Kneipe habe ich wenig gegessen. Ich dachte, das Säger am Bus hat einen Topf, aber es ist wohl etwas anderes. Wenn ich an dich denke, drückt es sie in meinen Brustkorb. Ist das Freundschaft? Oh, was spürst du? Es ist... Das, was du spürst, ist viel ernster als Freundschaft. Verflixt, ich wusste, dass es sich um eine Krankheit handelt. Ist sie tödlich? Gibt es eine Heilung? Ich hoffe, du weißt, wie schwer es für mich ist, dich um Rat fragen zu müssen. Das hättest du wohl besser ausdrücken können, aber egal. Du fühlst es Liebe, was sich in mich verliebt. Du, liebe Zeit, wie faszinierend. Ich wollte Freundschaft untersuchen, jetzt erlebe ich die Liebe in ihrer Reihenform. Ich muss diese Gelegenheit nutzen. Du wirst mir bei meiner Forschung helfen, oder? Miriel, ich will ehrlich zu dir sein. Ich mag dich wirklich, wirklich sehr. Wenn das also bedeutet, dass wir mehr Zeit miteinander verbringen, helfe ich dir gerne. Also, sollen wir dann bald vor einem Priester treten oder so? Right. Sprichst du von einem ehelichen Verhältnis mit deinem heiligen Sakrament? Eine Heirat? Nun ja, das könnte eine wahrlich pikante Forschungsarbeit werden. Yeah, I roll. Ja, yeah, I wrote. Das ist so dumm, dieser Voice Clip. Ja, aber das verstehe ich. Jetzt sag einfach mal, jetzt. Ja, das verstehe ich. Jetzt einfach mal als ein Ja. Sollen wir los? Raus hier und erstmal einen Ring finden? What? Ah, der Ring. Ist ein Talisman, der den Bund der Ehe bestärkt? Oder ein Symbol für die Besitzergreifung durch den Ehemann? Er ist nur ein verflixter Ring. Das heißt, ich schwöre, dir ein guter Ehemann zu sein und so weiter. Das macht die ganze Sache fest. Hold a moment. Wäre hier für ein offizielles Dokument mit Siegel und Unterschrift nicht geeigneter? Na, es ist einfach Tradition, klar. Wenn du heiratest, brauchst du einen Ring. Faszinierend. Das war auch so... Ich kann euch gar nicht erklären, was da zwischen den beiden war. Das war auch minimal seltsam. Holy shit, Miriels Werte sind halt echt mies. Level 2, okay, aber... Ah. Ja, wir haben sie nicht viel trainiert. Okay. Olivia und Stahl. Hey. Hallo, Olivia. Yes. Hallo, Stahl. Was gibt es?
Ich habe hier etwas, was ich dir geben wollte. Ein Brief? Ich dachte, wir hätten diese Briefgeschichte hinter uns gelassen, Stahl. Ich weiß, aber diesmal bin ich es, der schüchtern ist. Oh je, habe ich etwas gesagt, das dir unangenehm ist? Nein, nein, du bist perfekt. Es ist nur... Öffne ihn einfach, ja? Bitte. Yes. Na gut. Stahl, der Umschlag ist aber sehr... Hoppla, oh, ist das ein Ring? Er ist für dich. Oh, dann willst du... Ich liebe dich, Olivia. Und ich will für immer bei dir sein, als dein Ehemann. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher. Du musst mir nicht gleich antworten. Nimm dir Zeit, um darüber nachzudenken. Nein, das wird nicht nötig sein. Ich weiß meine Antwort. Ich war nur überrascht, dass du tatsächlich fragst. Ich denke, es ist ein gutes Zeichen, dass wir beide schüchtern in diesen Dingen sind. Also, ja, Stahl, ich will dich heiraten. Oh, Olivia, danke. Ich schwöre, ich werde dich glücklich machen. Das hast du schon. Oh, süß. Ah, wie viele habe ich noch vor mir? Noch zwei, alles klar. Und, Herr, dieser war besonders schwer. Cordelia, was tut ihr da? Ihr solltet euch doch ausruhen. Oh, hallo Libra. Ja, aber ich fühle mich jetzt bereits viel besser. Euer Problem ist, dass ihr keine 5 Minuten stillhalten könnt. Damit könntet ihr recht haben. Oh, Cordelia. Euch darf ich wohl wirklich keine Minute aus den Augen lassen, was? Wie bringe ich euch dazu, euch zu entspannen? Naja, ihr könnt mir immer hinterherlaufen und mich davon abhalten zu arbeiten. Ja, das wird die einzige Lösung sein. Ich muss wohl ab jetzt jeden Tag und Nacht bei euch sein. What? Oh je, das sollte doch nur Spaß sein. Yes. No. Ich meine, damit das doch ein wenig seltsam wäre. Außer natürlich, wir würden heiraten. Aber das könnt ihr nicht gleich nicht gemeint haben. Oder etwa doch? Yes. Vielleicht wird dieser Ring euch meine Absichten etwas verständlicher machen. Oh. Beg pardon. Es geht das Gerücht im Lager um, dass ihr hoffnungslos in Chrome verliebt seid. Oh, fuck. Davon habe ich in den Kommentaren was gehört. Das habe ich... Das ist eine Geschichte, die wir vielleicht gar nicht erleben werden. Doch könnte ich es mir nie verzeihen, wenn ich weiter meine Gefühle verbergen würde. Und selbst wenn es dumm und sinnlos ist zu fragen, wollt ihr mich heiraten? Es ist nicht dumm, Libra. Und sinnlos ist die Frage auch nicht. Ist sie das nicht? Yes. Libra, niemand hat sich je solche Sorgen um mich gemacht wie du. Du hältst mich davon ab, zu hart zu arbeiten. Du eilst mir zu Hilfe, wenn ich vor Erschöpfung umfalle. Ich glaube, es wäre schön, wenn du immer für mich da sein könntest. So schön sogar, dass ich deinen Ring gerne annehmen werde. Bless you. Oh Cordelia, du hast mich gerade unglaublich glücklich gemacht. Listen. Schwörst du, auf mich aufzupassen, mir Tee zu machen und Kisten zu schleppen? Bis dass der Tod uns scheidet? Yes. Das schwöre ich. Ja, hier ging es immer darum, dass Cordelia viel gearbeitet hat und Libra das sich ansehen wollte. Ja, bei Stahl und Olivia, Schüchternheit, bla bla bla, er wollte nicht, dass sie so schüchtern ist. Ja, bei Viriel und bei Miriel und Vaik war es halt, Miriel wollte irgendwie erfahren, was Freundschaft war. Also die Themen sind alle recht, recht einhaltig. Also man versteht im letzten Gespräch auch, worum es ging. So das letzte Gespräch. Hey. Was machst du da, Donny? Und was ist das? Ein Ring? Ah, Lissa, das ist, ich wollte nur... Moment, ist das etwa das, wofür ich es halte? Ja, meine Dame, ich glaube, das ist's. Das geht doch nicht. Du bist doch nicht so weit. Das ist zu früh für meinen kleinen Bruder. Dieses Gesicht? Was ist das für ein Gesicht? What the fuck? So früh? Hey. Ups, das war mein 3DS. Ich meine, klar, du bist zuverlässiger, als ich dachte. Du weißt viel und bist nett und kannst allein in der Welt überleben. Aber vielleicht bist du wohl tatsächlich schon bereit. Nein, 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 nein. Was rede ich da? 1000 Mal. Nein! Ja, ist schon gut. Ich denke, du passt bloß auf mich auf.
Und ist es wohl verrückt, für einen Bauern zu denken, er könne eine Prinzessin heiraten? Huh? Moment, was? Donny, von wem redest du denn da gerade? Tut mir leid, Lissa. Du warst ein bisschen nett zu mir und ich hab's völlig falsch aufgefasst. Ich werde nie wieder davon anfangen. Verlass dich darauf. Ich gehe dann mal. Moment mal, du wolltest mir den Ring geben? Ja. Oh, dummer Junge. Autsch, ich hab doch schon gesagt, es tut mir leid. Wie kannst du so einfach aufgeben? Ich hab doch gar nicht abgelehnt. Also, Donny, ich will dich liebend gerne heiraten. Sicher, ich bin doch nur ein armer Schweinehirte vom Lande. Ich weiß. Wenn du mich nimmst, wirst du den Traum von guter Gesellschaft aufgeben müssen. Keine Kleider, keine Bälle mit hübschen Kleidern und, Katzenmasken. Es würde mich umbringen, wenn ich dir deinen Traum kaputt mache. Das ist dann nicht der überzeugendste Heiratsantrag, Donny. Und nichts von all dem hat dich davon abgehalten, den Ring zu kaufen, oder? Naja, nein, aber... Du nimmst mir damit ja nichts. Du gibst mir einfach einen neuen Traum. Echt? Ja, den Traum, mit dir zusammen eine glückliche Familie zu gründen. Gute Güte, Lissa. Und so eine Edelfrau kann ich überall sein. Sogar auf einer Schweinefarm. Dabei geht es nicht um Kleider oder Tänze. Es geht um Charakter, Anstand und Würde. Ich will eine wahre Edeldame, eine gute Hausfrau und eine tolle Mutter sein. Und nichts davon schaffe ich ohne dich. Also, willst du mir dabei helfen? Juhu! Darauf kannst du wetten. Und ich schwöre, ich mache dich zum glücklichsten Mädel der Welt. Das hast du bereits getan, Donny. Ah, der letzte S-Rank. Jetzt schaut euch die ganzen neuen Gebiete an. All the new Sidequests. Ja. Das sind nicht wenige, das sind definitiv nicht wenige. Okay, das ging schneller um, als ich dachte. Okay, das ist Quest 14. Ich weiß gar nicht, welche Nummer die alle haben. Das ist neben Quest 10. Dann machen wir das wahrscheinlich als erstes. 9. Besser 5. Okay. 7. 6. Das ist interessant. Der Weißweiler, was? Ja, keine Ahnung. Auf jeden Fall, warte mal, das ist die Quest, die schon lange da... Nee, das hier unten ist die Quest, die wir schon lange haben, oder? Ach, ich habe keinen Plan. Machen wir die Quest hier. Aber erstmal speichere ich eine Runde. Jesus Christ. Okay, beginnen. Der legendäre Erbe, alles klar. Sag mal, Lucina, gibt es mich eigentlich noch in der Zukunft? Ich frage mich, wie ich so bin. Du bist warmherzig und freundlich, sogar im Angesicht der Dunkelheit. Dein Lächeln ist allen ein Fanal der Hoffnung. Oh je, dann sollte ich mich besser anstrengen, um diese Person zu werden. Oh, habe ich denn Kinder? Very well. Du hast einen Sohn, sein Name ist Owain. Oh. Oh, wie toll, wie ist er denn so? But don't you see? Nun, er ist eine schillernde Persönlichkeit. Huh? Ich glaube, ich will nicht wissen, was du damit meinst. Oh, eine Sache noch. Hat er denn... Ja? Mhm. Nein, vergiss es einfach. What? Bist du sicher? Right. Tut mir leid. Mir ist gerade eingefallen, dass ich Krumm bei etwas helfen sollte. Bis später dann. Huh? Lissa? Okay, hier geht's um Lissas, Sohn. Ist es, Boss. Ist der Schatz. Ich bin mir ganz sicher. Hey. Na los, Weib. Sprich, du hast ihn versteckt. Habt nie von einem Schatz hier gehört. Ich verspreche es euch. Tatsächlich? Dann sind wir wohl fertig hier. Nutzt uns nichts, Jungs. Tötet sie. Right. Jawohl, Boss. Freeze. Haltet ein, ihr Unholde! Wer beim Horn des Dämonen bist du? Einer, der von Mächten jenseits eurer Vorstellungskraft auserwählt wurde. Seht meine Schwerter zucken. Sie hungert nach Gerechtigkeit. Geht, wenn euch euer Leben lieb ist.
denn ich kann die hungrige Hand nicht aufhalten. Er hat doch nicht mehr alle Tassen im Schrank. Hör mal, Junge, damit hast du dich gerade freiwillig gemeldet als erster zu. Ja! Ich hatte euch gewarnt, ihr Missetäter. Die hungrige Hand muss gefüttert werden. Thank you. Oh, dank sei den Sternen. Oh, dank sei den Sternen. Ihr habt mich gerettet. Moment mal, diese Haltung kenne ich. Wer bist du? Ich bin der Wolf, der nach Gerechtigkeit heult. Der Adler, der nach Liebe schreit. Ein auserkorener Krieger aus der Zukunft und die Hoffnung einer sterbenden Welt. Ich bin Owain. Jetzt leistet ab, bitte, für eure Untaten oder schwört im Sündenpfuhl der Verdammnis. Radiant Dawn. Was? Zum Fick. Ist das nicht der Name eines Fire Emblem-Teils? Verflixt nochmal, Schwerthand! Ein schlechter Zeitpunkt für Mätzchen! Diesmal entgehst du mit deinem Schicksal, doch am Ende wird Gerechtigkeit siegen. Ah, dieser Kerl ist wirklich seltsam. Aber Moment mal. What? Ich wusste, dass ihr nicht mehr alle. Da geht's, Jungs. Kümmert euch nicht um den Schwachkopf. In den Schatz. Schaut euch alles, was wertvoll aussieht. Und dann haben wir eine Hügel mit uns. No, you don't. Heute nicht, ihr Tonichtgute. Die legendäre Klinge Was? Misteltein gehört in meine zuckende Schwerthand. Das verwirrt mich gerade sehr. Lass uns einfach die Banditen töten. Der Rest wird sich dann hoffentlich ergeben. Das ist Lissas Sohn. Alles klar. Okay, Einheiten. Nee, Zelcher Frederik nehme ich nicht mit. Ricken, Maribel, Vike, Sairi, Gregor. Nee, das ist alles mein falsches Team. So, Lissa, Gaius, Novi, Donnel, Lonzo, Sumia, Pallen. Taja, Henry, Virion, Kellam, Sully, Fuli, Chan. Fuck. Einer muss raus. Theoretisch war Fuli Chan ja Chan auch so stark, ist, kann ich sie auch alleine losschicken, aber die Missionen sind meist ein bisschen schwerer. Das heißt, ich werde Donnel eher rauswerfen. Sorry, Mann. Ja, ich habe aber auch gehört, dass die Missionen wohl demnächst, darauf hinauslaufen, dass wir mehr Leute mitnehmen können, sodass Donnel dauerhaft dabei sein kann. So, positionieren wir mal hier alle. Wo ist denn der gute Mann? Das ist einfach nur ein Dörfler, ein Weiser. Okay. Warum auch immer der hier ist. Hier ist auch einer. Kriegt man was, wenn man die alle rettet? Ich hab keinen Plan. Wo ist denn unser Boy? Wo ist der Owain, hä? Der ist nicht bei den Feinden. Definitiv nicht. Kommt der jetzt nach der Schlacht? Der kommt vielleicht mittendrin dazu. Okay. Packen wir mal irgendwie die Leute hier zusammen. Das wird wohl kein Problem sein. Wie groß, einer eher der ersten Sidequests. Ach, da ist der. Da ist der Gute. Ich habe ihn fast übersehen. Ja gut, die sind hier alle nicht allzu stark. Das wird also relativ easy. Das wird wahrscheinlich auch dann recht schnell gehen. So, packen wir den guten Mann hier hin. Zack, da. Ja. Hä? Ach, egal, passt schon so. Auf geht's! Kämpfen! So. Machen wir ein paar nette Kombis. Hier wechseln wir und sagen einfach, ja, Sumia macht eigentlich alles hier problemlos kalt. Das ist jetzt so die Silberlanze. Okay, du nimmst 9 Damage, das ist eigentlich echt viel. Aber wenn du jetzt als Erster angreifst, dann machst du genug, um ihn... Ah, warum nimmst du so viel Schaden, Sumia? Das ist uncool. Was machst du denn mit dem Guten hier? Also, Crow nimmt gar kein Damage, das ist eigentlich schon mal ziemlich... gut zu wissen. Sumia ist Level 8. Na, die levelt sowieso gut genug mit. Machen wir einfach mit einer Eisenlanze drauf. Machen wir den da kalt. Üb deine, Lanzenkraft. Was auch immer. Nice. Das ist mal ein schönes Level-Up.
Ah, schon länger kein schönes Level-Up mehr gehabt. Lassen wir hier aber Pallen kämpfen. Das kriegt sie hin, oder? Also da macht, hat sie keine Probleme mit. Wie sieht's mit dem Magier aus? Der macht 8 Damage. Okay, der ist gefährlich, aber das ist ein zweiter Myrmidone. Das heißt, wir machen erstmal den hier down. Das ist damit die, damit ist die größte Gefahr erstmal weg. So würde ich mal behaupten. Okay, er schafft gar keinen Angriff. Nice, Level Up für Pallen. Woo, Level 20. Ah, okay. Will ich Virion trainieren oder Sully? Sully hat eigentlich echt lange nicht mehr wirklich viel gekämpft an sich. Sie wird leider, sie hängt ein bisschen hinterher, habe ich das Gefühl. Deswegen, hau mit deinem Eisenschwert die Leute kaputt. Ja, mach einfach das Schwert, passt schon. Nice. So, statt Fuli-chan kämpft aber Lonzu. Und Lonzu kommt leider nicht ganz an den Typen ran. Dödüm. Doof gelaufen. So, Henry ist leider immer noch nicht weit genug gelevelt, was aber nicht so schlimm ist. Jaja, kannst du mit deinem Schwert-Skill was machen? Du tötest ihn nicht, aber er macht auch keinen Schaden, also ist das absolut kein Thema. Henry macht wahrscheinlich den Rest. Ja, macht er. Sehr schön. Novi und Gaius. Gaius hat ganz, ganz bisschen gelevelt, aber nicht wirklich viel. Aber Novi ist eigentlich mittlerweile, die sollte hier keine Probleme haben. Gut. Die haben alle Purgativ. Ich will das Purgativ haben. Ist so ein gutes Ding. Was soll das werden, wenn du fertig bist, oder? Okay, er wird tot gekrittet. Mit einem fucking Bronzeschwert. Tja, da bringt dir nichts. Du machst immer noch keinen Damage. Und auch ein Crit. Nice. Oh, 10 Damage. Oh, er ist ausgewichen. Das ist schön. Er ist ein Söldner, ne? Oder? Oder ist das ein... Nee, ist das, das ist ein Myrmidon, oder? Ich muss mal kurz gucken. Was für eine Klasse hat der gute Mann. Ah, ich glaube, er ist ein Söldner. Oder doch ein Myrmidon? Er hat sogar in dem kleinen Sprite seine Joseph-Pose. Und ja, ich nenne sie Joseph-Pose. Und er ist eine Myrmidon, okay. Gut, gut. Rekrutieren wir dich! Schwerthand! Nein! Beherrsche dich! Zu viel Kraft! Kann sie nicht kontrollieren! Entschuldige, wenn ich dich unterbreche. Ich habe eine Frage zu deiner Haltung. Du hast deinen eigenen Stil damit entwickelt, aber er basiert auf dem Haus Elise. Bei den alten und neuen Göttern zugleich! Noch ein Zeitreisender? Aber es ist unmöglich, denn ich sah sonst wie... Ich sah sonst keinen wie ihn im Licht. Wer seid ihr, Unold? Sprecht! Ich bin Prinz Krumm von Elise. Ja, keinen Streit mit dir. Doch, wenn sich ein Kampf nicht vermeiden lässt... Onkel Krumm? Onkel? Moment, halt! Nochmal von vorn. Oh, noble Ahne des großen Helden. Ich grüße euch, mein Freund und Blut. Ich komme aus den nebligen Gestaden der Zukunft und bringe nach euch Kunde von... Bitte fass dich kurz. Ich bin dieser Sohn aus der Zukunft. Damit habe ich nicht gerechnet. Bist du mit Lucina angekommen? Ja, erscheint das Band des Blutes, ließ uns einander anziehen, wie mottendes Licht. Wie eine Sturmflut des Heldentums peitschen wir die Küsten des Bösen. Kannst du denn kämpfen? Oder hörst du dich selbst nur gerne reden? Mein Kampfgeschick ist legendär! Die Bahn singt liegen da über meine... Hey, wartet doch! Onkel Krumm! Ich habe nur eine Bitte. Solltet ihr das Schwert mit Misteltein finden, so lasst es mich bitte führen. Du hast schon vorhin davon gesprochen. Was ist das für eine Klinge? Eine legendäre Klinge, Onkel. Durchflutet von der Macht der Götter, wenn die Geschichten denn stimmen. Ich werde es einsetzen, um meine heilige Mutter und Königin zu schützen. Du meinst Lissa? Ihr solltet wohl einfach froh sein, dass ihr Sohn so... motiviert ist.
Das ist, klingt gut. Ja gut, ja gut. Wie das hier aber weitergeht, sehen wir dann, würde ich mal sagen, im nächsten Part. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen und wir sehen uns dann. Bis dann. Tschüss.